Das Ziel, Bundesliga-Aufstieg, gegen die Hoffnung, Klassenerhalt. Union Berlin gegen den VfB Stuttgart, die Entscheidung im Relegationsrückspiel. Es geht in Richtung Finalspiel, klar. Da geht es jetzt um die Wurst. Entweder gehst du hoch oder du bleibst da, wo du bist. Um das geht's. Also sicher ein spezielles Spiel. Der VfB vor dem Hinspiel noch der gehandelte Favorit. Zweitligist Union nur Außenseiter. Das hat sich geändert. Vertauschte Rollen. Ich glaube, dass die Diskussion über Favorit oder Außenseiter sich nach dem Hinspiel komplett erübrigt. Schlussendlich ging das Spiel 2-2 aus. Es gibt einen leichten Vorteil auf Union-Seite aufgrund der Auswärtstore. Liga 1 oder Liga 2? Bangen, zittern, hoffen. Und die Frage, wer hat den größeren Druck? Aus meiner Sicht haben wir auch was zu verlieren. Also von daher glaube ich nicht, dass jetzt da, wenn es um den Druck geht, das Verhältnis irgendwo weit auseinander geht, sondern für beide Mannschaften geht es um sehr viel. Wir haben jetzt ein Finale vor uns, ob jetzt da 53-47% Wahrscheinlichkeit herrscht oder nicht. Ich glaube, das spielt überhaupt keine Rolle. Es wird davon abhängen, welche von beiden Mannschaften wird in diesem Spiel unter diesen Bedingungen in dieser Drucksituation mit dem Wissen, um was es da geht, einfach die bessere Leistung abrufen. Der Traum vom ersten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte gegen die Angst vor dem dritten Abstieg. Union Berlin gegen den VfB Stuttgart.